Ja, ich habe es Ihnen ja eben gesagt, beim Grand Prix, der erste Skandal, der erste Kandidat ist schon aus dem Rennen. Das heißt, es ist wieder ein Platz frei. Und ja, da sagen wir natürlich... Das ist geil! Ja? Und vielleicht rufe ich einfach mal beim NDR an und frag mal, wie das da jetzt weitergeht. Ja? Am besten bei der... ist das die Nummer vom NDR, die hier oben drauf steht? Okay, dann muss ich hier mir dieses Urteil ins Ohr. Mhm. So, beim NDR rufe ich jetzt mal an. So, dann muss ich hier die Null vorwählen auch. Ja, die Null vorwählen. Hallo? 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 Entschuldigung. Ja? Die Null vorwählen? Ja. Na also. Du musst immer. Ja. Es ist noch ein bisschen neu. So ein paar Kinderkrankheiten stellen sich hier immer wieder im Studio ein. Zum Beispiel, dass dieser Ohrhörer mich in meiner Bewegungsfreiheit deutlich einschränkt. Das war im alten Studio nicht so. So geht's, wenn ich so leicht nach hier hänge. Ja? Aber wenn ich dann mal sage, ach, weg ist er. Ja? Was? Der hängt da, glaube ich, unten fest. Der hängt da unten fest. Ah, dann gucken wir mal. Ich gucke. Ja. Ja, da ist mehr. Der hängt da nicht nur fest. Da ist irgendwie. Ah, das ist ja. Fundig. So. Egal. Dann bleibe ich halt hier auf der Seite. Ja. Was passiert eigentlich? Ach nee, der ist ja mit dem Tisch verbunden, wenn ich damit fahre, oder? Ja, okay. Dann bleibe ich wieder hier. So, bin ich wieder im Bild? So. So, dann rufe ich jetzt mal an. Muss ich die Null verwählen eigentlich? Ja. So. Nee, also jetzt muss ich hier wieder drücken. So, jetzt. Null verwählen. Für Hamburg. So, dann bin ich mal. Oh ja, ich habe ein Amt. Herzlich willkommen beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Einen Moment bitte. Was sagt Kleidermann? Richard Kleidermann? So weit unten ist der schon, spielt beim NDR in der Warteschleife. Sitzt da in so einem kleinen Studio. Live. Richard Kleidermann live beim NDR in der Warteschleife. Da, da, da. Im weißen Anzug, im weißen Smoking. Haben Sie bitte noch etwas Geduld. Ja. Wir verbinden Sie so schnell wie möglich. Selbstverständlich. Guten Tag, Simone Erhardt. Ja, hallo. Frau Erhardt? Ja. Raab hier. Was ist denn los? Was sind Sie denn genervt? Hallo? Ja? Ich höre Sie kaum. Hallo? Besser? Na, es geht. Eins, zwei, jetzt hören Sie mich. Ja, aber es hört sich so, als wenn Sie in der Box sind. Was? In der Box oder in der Halle oder im Tunnel. In der Halle? Nee, kann nicht sein. Nee? Nein, Raab hier. Kennen Sie mich? Stefan Raab, genau, oder wer? Stefan Raab, na. Genau. Ich bin's. Hallo. Ja, ich kenne Sie, hallo. Ja, so, ich wollte mal fragen, ich bin doch richtig beim NDR dort, ne? Ja, immer noch, ja. Ja, jetzt ist ja so, da ist ja einer ausgeschieden, ne? Also bei der, beim Grand Prix oder wo? Was genau, bei der Vorausscheidung. Da darf da einer nicht mehr mitmachen, oder? Ja. Und was passiert da jetzt? Ist da jetzt ein Platz das frei? Das weiß ich nicht, was da passiert. Wie, das wissen Sie nicht? Nö, das weiß ich nicht. Ich bin ja hier die Zentrale. Ich verbinde mal mit der Pressestelle, ne? Was? Sind da jetzt noch Leute um die Uhrzeit? Ich versuch's mal. Ja. Kleinen Moment. Ja, bitte. Tschüss. Mhm. Können Sie vielleicht so lange den Richard Kleidermann wieder reinlassen? Oh. Das ist aber nicht mehr Kleidermann, oder? Ich glaube, jede Abteilung hat da ihre eigene Musik. Ja. Ich glaube, da sitzt auch um die Uhrzeit sitzt ja doch keiner mehr von der Presseabteilung, oder? Der Kleidermann. Ach, ja. Ich dachte, wo ist er? Hat wahrscheinlich gerade Käffchen gemacht. Und dann, ach komm hier. Bin, din, din, din.
Schneiden wir alles raus nachher, keine Angst. Sieht nachher so aus, als wäre ich direkt durchgestellt worden. Da ist natürlich keine mehr bei der Presseabteilung. Die saufen doch schon ab 18 Uhr. Da hast du kannst du vergessen. Ich glaube, die kommt auch nicht mehr, die will auch gar nicht mehr. Ich rufe nochmal an. Komm, mach mal. Hängen wir wieder auf. So, Verbindung unterbrochen. Jetzt geht's. Herzlich willkommen beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Wir verbinden Sie. Guten Abend, Simone Erhardt. Ja, ich bin's nochmal, Raab hier. Ja, das ist nicht. Haben Sie mich ganz schön in der Schleife hängen lassen da. Ich habe Sie nicht hängen lassen. Oh, immer diese Unterstellung. Ja, war da keiner mehr? Wahrscheinlich nicht, hat oder? Hat sich keiner gemeldet und ich hatte hier ein Gespräch, dann dauert das. Ach so, mit wem hatten Sie denn ein Gespräch? Mit wem? Ja? Ich habe hier einen normalen Anrufer, der was möchte. Was wollte der denn? Ich glaube nicht, dass ich das jetzt sagen muss, ne? Wieso? Wir wollen ja den Namen nicht sagen von dem Anrufer. Ich möchte jemand das Hamburg-Journal sprechen. Das Hamburg-Journal? Ja. Was will der denn beim Hamburg-Journal? Das weiß ich nicht. Es gibt doch viel wichtigere Dinge, der Grand Prix zum Beispiel. Ja, also, fänden Sie das gut? Kennen Sie René Pascal? René Pascal? Nee, den kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Ich spiele ihn mal ein Stück vor. Hören Sie mal gerade zu. Mein Name ist Pascal. Sie sind mir aufgefallen, in jedem Fall. Ich bin immer so glücklich, wenn ich Sie wiedersehe. Ach, wissen Sie was? Sagen Sie einfach René. Ich will Sie kennenlernen und ein bisschen mehr. Verstehen Sie? Ich bin sehr schön, bei schönen Frauen, wenn Sie mir zu tief in die Augen schauen. Ja, bis hierher. Wie finden Sie das? Hallo? Ja. Ja? Und? Das ist René Pascal gewesen. Das war René Pascal. Und wir überlegen halt gerade, ob wir den noch da sozusagen für den Ausgeschiedenen mit ins Rennen schicken. Ich kann nicht entscheiden. Wer entscheidet das denn? Das weiß ich auch nicht. Ich wollte Sie jetzt mit der Redaktion verbinden, die für den Grand Prix zuständig ist. Ach so. Aber da meldet sich keiner mehr. Natürlich nicht, aber beim NDR ab 18 Uhr werden doch die Gläser aufgemacht, oder? Die Pullen geöffnet. Da fließt doch der Shampoo in Strömen, geben ja? Sie es doch zu. Wo ja. Denn? Also ich kenne da keine Redaktion. Nee. Wie hat Ihnen das denn gefallen von René Pascal? Das kam nicht so gut an hier. Wie, es kam nicht so gut an? Technisch nicht. Ach, technisch, okay. Mhm. Hier auch so nicht. Nein, wir hier auch so nicht. Ja. Nein, wir sind wirklich alle große René Pascal-Fans hier. Ja, schön. Ja, das, mit Ihnen komme ich da ja nicht weiter. Vielleicht rufe ich Sie morgen im Laufe des Nachmittags noch mal an. Machen Sie das gerne. Ja, sind Sie dann auch da? Ich bin morgen nicht da, nein. Sie, wieso? Wieso? Weil ich nicht da bin. Ja, das ist ja keine Begründung. Natürlich ist eine Begründung. Haben Sie ein Rendezvous oder was? Ich habe keinen Dienst. Das ist Ach, Sie haben keinen Dienst? Einfach, ja. Wie lange haben Sie heute Abend noch Dienst? Darüber gebe ich auch keine Auskunft. Ach, warum denn nicht? Nö, möchte ich nicht. Was haben Sie denn an? Das darf ich auch nicht. Das wollte ich, dass du nicht kommst, ne? Ah, ich sehe schon, dass... Nee. Nee, also Sie haben ja morgen was vor, das geht ja gar nicht, Sie haben ja gar keine Zeit. Eben. Gut, alles klar, Frau, wie war noch Ihr Name? Mein Name ist Erhardt. Erhardt? Ja. Aber ein merkwürdiger Vorname für eine Frau. Na, der Lacher war gut eingebaut. Bitte? Okay. Ja, okay, ich hoffe, Sie hat ein bisschen Zeit vertreibt mit uns, ja? Meine Kollegin fragt, ob sie jetzt im Fernsehen ist. Ihre Kollegin? Das kommt drauf an. Das kommt drauf ja. an. Möchtest du, Barbara? Jetzt wird's aber gemütlich bei Ihnen. Ja, wer ist das, Barbara? Das war Barbara, ja. Barbara, ach, was macht die Barbara denn da? Barbara. Barbara wird lieber zu Harald Schmidt. Ja, oh. Ich auch. Ja, das geht leider nicht. Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Schade. Ja. Na gut. Was hat denn die Barbara an? Gar nicht. Ach so, oh. Der Norddeutsche Rundfunk. Ja. 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 Kann ich die Barbara mal haben? Ja. Moment mal bitte.
Kannst du der Janine Reinhardt sagen, sie könnte wieder gehen? Wir haben keine Zeit mehr. Bitte was? Guten Barbara, Abend. Hallo Barbara. Hallo? Ja, Stefan hier. Ja, hallo. Na? Was gibt's? Ja, ich dachte, du wolltest mit mir sprechen. Nee, ich habe gesagt, ich wäre viel lieber in der Harald-Schmidt-Show. Ach so, warum denn? Na, der ist doch klasse. Ja. Da kann ich aber leider nicht mit dienen. Ja? Naja. Seniorenbutterfahrten veranstalten wir nicht. was ist denn. Was ist denn. Tschüss. So. Das wäre jetzt zu lang geworden. Da muss man auch im richtigen Moment Schluss machen. Ja. Nein, da muss man im richtigen Moment auch Schluss machen. Das hätte jetzt zu lange gedauert. Wenn ich jetzt Verabschiedung und so, wir sehen uns morgen dann und so, da habe ich keine Lust zu.